Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier gerade auf Taranis im Lager der Magier, sprechen mit dem dort verantwortlichen Typen, nicht dem mächtigsten Typen, aber der halt für den ganzen Haufen hier verantwortlich ist und quatschen ihn ein bisschen aus, ne? Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Und bevor du noch auf dumme Gedanken kommst, nur einer von uns, ein Wächter, darf seinen Dienst an Bord unseres Schiffes verrichten. Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Danke. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Jawohl. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt 4 Minen erschließen können. Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten 3 sicher gefunden. Okay, was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Kann ich etwas von dir lernen? Du bist kein Wächter, also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind, aber ich denke, ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Ist klar. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Gegenangriff, Klingentänzer. Gegenangriff. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe deines Gegners mit einem eigenen Angriff unterbrechen. Klingentänzer. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deinen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Das wäre cool. 1000 kostet es nur. Ich bin noch nicht gut genug. Warum nicht? Nahkampf und Fingerfertigkeit fehlt da. Danke. Dann muss es am Nahkampf liegen. Weil ich ja eigentlich aufsparen wollte für Magier sein. Könnte ich jetzt aber echt mal anfangen, in Nahkampf zu investieren, weil ich möchte sowieso ein Dämonenjäger werden. Das ist für mich eigentlich schon mehr als fix. Könnte ich echt mal auf 50 raufhauen. Würde sagen, ja, warum nicht? Ja. So, dann müsste ich das auch lernen können. Bring mir etwas bei. Glaube ich. Was möchtest du wissen? Nahkampf und das Klingendänze wäre gut. Ich möchte schnellere Attacken ausführen können. Schlag einfach schneller zu. Nein, im Ernst. Das Schwierigste ist es, den Schwung nicht zu verlieren. Wenn du dich in einen Schlag legst, dann versuche, den Schwung zu halten. Nutze diesen Schwung, um direkt eine weitere Attacke auszuführen. Okay. Und den Gegenangriff nehme ich auch noch mit. Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du feststehst.
Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Mhm. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Dies ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Okay. Sehr gut. Dafür bin ich auch pleite, aber das macht dir nichts. So, da drüben sind wir fertig. Da drüben waren wir auch schon. Da sind wir einmal rundherum und die Halle darf ich nicht betreten. Super. Da hinten waren wir auch schon. Hier drin waren wir auch schon. Ich glaube, das hier noch, ne? Dieses Häuschen hier, wo ich wieder nicht rein darf. Wahrscheinlich ein Wächter. Unsere Servus. Waren sind vor Dieben sicher. Das habe ich mir schon gedacht. Dass das hier wieder sowas ist. Deshalb schaue ich mal hier rauf. Aha, da steht noch so ein Kerl. Was ist denn das hier? Hallo? Ah, ein neues Gesicht im Lager. Ja. Bist du der Ersatz für Garelt? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das bin ich. Lügen. Garelt. Keine Ahnung. Ja, das bin ich. Hör mal, Bursche. Ich merke doch, dass du lügst. Okay. Ich rate dir, verscherze es dir nicht mit uns Wächtern. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger herumschlagen? Was ist das Problem mit Geralt? Was für ein Problem hast du mit Geralt? Eines? Hunderte. Oh. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Ach, stell dich nicht so an, Frink. Dass du dich nicht an Regeln hältst, weiß hier jeder. Aber lass uns da raus. Von welchen Regeln sprichst du denn bitte? Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lauscher auf. Ja. Erstens. Ja. Das Wort der Magier ist Gesetz. Aha. Zweitens. Ja. Die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Okay. Und drittens. Ja. Man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Was? Okay, okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Die Worte der Wächter sind Gesetz. Der Magier sind Gesetz. Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ja, eben. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Aha. Da ich nicht damit rechne, dass Garel sie liefert, wirst du sie mir liefern. Jawohl. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Okay. Ich bring's dir. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. Vier gefüllte Beutel sollten reichen. Vier, okay. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen genießt. Ja, ja. So, ist das hier eine Mine oder schläft hier jemand? Ich glaube, hier wohnt jemand sogar, ne? Aha, da gibt es ein Erz. Ich schau mal, ne? Eine Truhe wäre schon mal hier. Fackel und Eisenerz. Kristallbeutel, einer. Oh, das ist eine einfache Quest. Spitzhacken nehmen wir gleich alle mit. Auch das Eisen nehmen wir mit. Duck. Duck. Und duck. Sehr gut. Dann brauche ich dann gar nicht schleichen, ne, eigentlich. Weil ist hier sowieso ein Questgebiet. Eine Bank zum Sitzen, okay. Die Schaufel kann ich mitnehmen. Okay. Das ist aber komisch, wenn Garrett nichts bringt. Das wäre schon wieder so ein Hinweis, dass eventuell was passiert ist, ne? Zack. Zack. Ein Haufen Kristalle. Aha, da kommt man wieder zusammen. Schaut schon bald aus wie so eine Minecraft-Mine. Kristallbeutelchen. Ein Buch, das man nicht lesen kann. Oh oh. Ein Gnom, der schläft.
Ich schleich mal. Kristallbeutel. Eine verschlossene Truhe, die wir gleich aufmachen. Hoffentlich. Und so. Fackel und Kugel. Gut. Tschuslova? Was? Ich habe nichts gemacht. Geht's dir gut? Nee. Geht's dir gut? Nee. Das ist aber nicht gut. Da runterfallen sollte ich vielleicht nicht unbedingt. Aber die Kristalle ernte ich mal ab. Tap-tada. Tap-tada. Tja. Gut. Was ist denn das? Da liegt Dakil. Aufwachen. Ah, Homi ist gaga. Dakil müde. Oh. Ganz schön frech für einen Zwerg. Nix mehr bla bla. Homi besser gehen. Ich hab noch nie so einen faulen Gnom wie dich gesehen. Boah, wie gemein. Ich hab noch nie so einen faulen Gnom wie dich gesehen. Was? Homi wollen Klopper? Ich wollte mich schon immer mal mit einem Gnom hauen. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Boah, wie gemein. Klopper kannst du haben. Niemand muss verletzt werden. Nein, jedenfalls für den Moment. Die Ratten werden ihren Spaß haben. Die Ratten werden ihren Spaß mit dir haben. Was? Homi doch nix Murksa Dakil, oder? Für Ausflüchte ist es jetzt zu spät, Kleiner. Warte, Homi. Nehmen Münzi und wieder Frieden, ja? Oh. Na bitte, geht doch. Voll gemein. So. Hauer Klopper. Garelt! Was willst du? Schau. Müde? Wärst du auch, wenn du ständig Wachdienst schieben müsstest? Wachdienst? Hier passiert doch eh nix. Mach doch mal eine Pause. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Und Taschendiebstahl, das machen wir als erstes. Wachdienst? Passiert doch eh nix. Wachdienst? Hier passiert doch eh nichts. Ja. Genau das habe ich Frink auch versucht zu erklären. Aber der kam mir gleich wieder mit seinem Vorschriftenquatsch. Ich sag dir, der hat den Kopf so tief in Magnus' Hintern, für den scheint nie die Sonne. Meine Güte. Mach mal eine Pause. Mach doch mal eine Pause. Um mich von Frink erwischen zu lassen? Nö. Muss eh noch dem Gnom Dakil Beine machen. Der pennt sich wieder einen zusammen. Hey, warte mal. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Du machst Dakil Beine und ich mach meine Pause. Da kommt nichts dabei raus, weil das habe ich schon gemacht. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ganz einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn hier und da ein paar Kristalle in deine Tasche wandern, habe ich nichts gesehen. Okay. Aber lass dir ja nicht einfallen, unsere Abmachung bei Frink für ein paar Goldmünzen zu verpetzen. Ich knöpfe mir Dakil mal vor. Gut. Ich ruhe mich dann mal aus. Gut, das war ein kurzer Ausruh-Dings. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Ach, bist du jetzt sein neuer Laufbursche? Er sagte, dass das eigentlich dein Auftrag ist. Es war mein Auftrag. Jetzt ist es deiner. Das machst mal schön du. Aber sieh's locker. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das Leben. Bla, bla, bla. Nicht pennen. Ach, leck mich doch am Arsch, Frink. Wir haben das schon gemacht mit dem da drüben. War das jetzt verkehrt? Zeig mal, was du in deinen Taschen hast. Ab sofort arbeitest du wieder... Was? Arbeitest du wie alle anderen auch? Achso, Taschen. Zeig mal, was du in deinen Taschen hast. Da hat dir nix viel gefunden in Kava. Andere Gno arbeiten. Da gilt schlafen. Ja. Faul und arm. Na bravo. Geh wieder schöpfen. Ab sofort arbeitest du wie alle anderen auch. Jip. Dakil wird holen viele Dingi aus Berg. Brav. So wollte ich das hören. Sehr brav. So, das war eine kurze Pause für ihn. So, wer schläft hier? Ein Gnom. Kristallbeutel, haben wir alle zusammen. Passt. Jetzt muss ich nur noch den einen
Kerl finden da. Habe ich jetzt eigentlich... Moment. Waren hier Erze zum Kloppen? Habe ich gemacht, ne? Jo. So. Wo ist jetzt der gnädige Herr? Ich denke mal, der wird rausgegangen sein, ne? Tap, 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 tap. Ich schau mal. Ah, hier ist er. Auf der Bank ist er klar. Dakil arbeitet wieder. Dakil arbeitet wieder. Und? Ich dachte, die Nachricht ist dir eine Belohnung wert. Sagte ich nicht, dass du hier alles aufsammeln kannst, was du findest? Ja, schon, aber... Aber was? Hier hast du 5 Goldmünzen. Lass dir dafür mal die Ohren putzen. So, ich habe ein paar Kristallbeutel. Ich habe hier ein paar Kristallbeutel. Und ich habe kein Interesse daran. Sprich mit Frank. Okay. Selber schuld, hast dich ein Weinbottel kennen. Aber wenn du nicht magst, dann halt nicht. Dann machen wir das. Servus, Kasperl. So, hier ist das Klumper, das du möchtest. Hier, das sollten alle Kristallbeutel gewesen sein. Du bist ja richtig auf Zack. Ja. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Damit ist die Lieferung abgeschlossen. General Magnus wird sich freuen. Und ich kann abends ein paar Krüge in der Taverne... ich meine, ja, jetzt ja. Kann ich beruhigt schlafen gehen. Natürlich. Natürlich. Garelt verbetzen wir jetzt nicht. Okay. Dann mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so einfach aufgeht. Das sagte ich mal, ich probiere einfach, ne? Ja. Ah. Hier sind wir. Okay. So. Ich probiere jetzt einfach mal. Ja, das passt. Sehr gut. Abräumer. Okay. Gold 500, Schaden 5 bis 50, kritisch 15% Reichweite, Nahkampfmunition, Schrottfähigkeit, Pistole, beeinflusst Schaden, kritischer Treffer plus 5, Pistolen 0. Der sehr große Streuwinkel macht sie effektiv unter Deck. Okay. Wein, Silberbecher und Zucker. Okay. Einen Krug. Noch ein Krug und noch eine Tür. Gut, hier haben wir Jadestein, Schatulle, Goldsack. Jadestein, noch ein Jadestein. Das war's, ne? Ich hab nichts gemacht. So. Okay. Das zu dem. Das bedeutet, wir können jetzt da Quests machen eigentlich, ne? Dann gucken wir mal. Logbuch. Wo fangen wir an? Grüne Flamme interessiert uns jetzt momentan nicht so wirklich. Verbündete auch nicht. Hier. Dann machen wir zu. Der Ausreißer. Lami, würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Auf der Karte markieren. Sekotten. Der Ausreißer. Das ist schon das Questziel? Hä? Echt? Das wird aber sehr schnell. Wirklich wahr? Ah, hier unten drin? Okay. Wow. Okay. Ich schau mal, ob ich... Kann ich tauchen? Glaube ich nicht, ne? Kann du schwimmen? Okay. Damit habe ich jetzt fast nicht gerechnet. Der ist in den Brunnen gefallen. Okay. Das erklärt so einiges.
Passt, können wir noch ein paar Kristallerze schnappen, ne? Also sammeln. Okay. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Egal. Hier wird es dann ja wohl einen Ausweg geben. Klettern, ja. Hier. Ach, so ist das. Oder er wohnt hier. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, der wohnt schon da. Okay, ich speichere mal. So. Geisterpilz und Schriftrolle. Messerchen. Und eine Truhe. So. Und öffne sie. Fackeln. Schrott und Goldmünzen. Na du? Hi. Lami, nur Luki Luki. Lami, nix gibi zu Homi. Wovon sprichst du, Kleiner? Was willst du mir nicht geben? Wovon sprichst du? Wovon sprichst du, Kleiner? Lami, Luki in Loch. Tiefes Loch. Dann fällt er runter. Nun Lami hier. Verstehe. Du bist also in den Brunnen gefallen. Soll ich dir hier raushelfen? Oh nein, Lami muss hier unten bleiben. Sonst wird Meister mich sehen. Nicht gut, gar nicht gut. Hä? Wer ist denn dein Meister? Lami besser für sich behalten, sonst geht Homi zum Meister und Lami kriegen Ärger. Okay. Hm. Wie lange bist du schon hier unten? Wie lange bist du schon hier unten? Lami nicht wissen. Mulo Mulo Mondi. Viele Monate. Das ist lange. Jep, jep. Lass uns nochmal über die Dinge reden, die du mir nicht geben wolltest. Lass uns nochmal über die Dinge reden, die du mir nicht geben wolltest. Glitzersteine? Mhm. Wäre es nicht gut, wenn ich eine Lieferung von dir zu Abbas bringe? Lami will Glitzersteine behalten. Okay. Abbas würde sich bestimmt über ein Abschiedsgeschenk freuen. Na gut, ein paar kann Homi zu Abbas bringen. Eine letzte Lieferung, okay. Habe nichts für Homi. Okay. Ciao, ciao. Sachen gibt's. Der will absichtlich da unten. Ich dachte, der hätte sich wehgetan oder so, ne? Und da kommt die nicht mehr raus, weil hier hochklettern. Von was lebt denn der bitte? Von was ernährt er sich? Wahrscheinlich von Dingen, die in den Brunnen fallen oder was? Keine Ahnung. Das ist ja echt komisch. Okay, naja. Oh, ruck. Und hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Jawohl. Eine Ratte. Noch eine Ratte. Sollte ich vielleicht ein bisschen schleichen? Wie gesagt, Ratten möchte ich nicht wehtun. Die sind meinen Farbmäusen sehr ähnlich. Die kriegen keinen Schaden von mir. So. Gut. Ich schleiche noch ein bisschen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier bin. Schaut aus wie ein Lager. Oder mehr noch wie ein Lager. Geisterblume. Fingerblatt. Krug. Zum Gießen, ne? Seelenflechte, okay. Kerzenhalter. Spruchrolle. Klingenblatt. Trinkhorn. Nergalas Truhe. Okay, Kristallbeutel. Enthält ein paar Kristalle. Gold und Kerzenhalter, okay. Oh, da bin ich auch sehr weit runtergefallen. Da einfach so vorbei. Schwupp und runter. Okay. Ich werde mal kurz speichern, bevor mich der entdeckt. So, ja. Ich bin kein Goldschmied. Ja, Entschuldigung. Ich habe nur gerade Gold gelesen. Das hat mir schon gereicht. Das zum Stehlen wollte ich schon mitnehmen. Krug und Feuerblume. Und da ist nochmal auch noch was. Diebeskraut. Hiwi. Ich habe schon zuerst Kiwi gelesen. Ein Hiwi. Hm. Blutwurzel. Tschuslova? Hallo. Metagatini Planta, Granne Planta. Was machst du? Brontoplanta, Maroplanta, Vicoplanta. Okay, vergessen wir das Thema.
Ha? Was war da? Bitte nochmal langsam. Hallo Nergal. Was riecht hier denn so gut? Wer? Wie? Matricaria recutita. Was? Herrje, Kamille, Kretter. Du bist also der Alchemist und hast einen Gläscher. Du bist also der Alchemist. Etwas lauter bitte, ich höre etwas schlecht. Ob du der Alchemist bist? Aber selbstverständlich bin ich das. Ich meine Kristalle. Die Magie liegt in den Pflanzen. Das ist doch eindeutig. Ja. Woran arbeitest du gerade? Woran arbeitest du gerade? Also, du musst wissen, dass wir hier auf Taranis mehrere Klimazonen haben. Aha. Und? Und du hast mich nicht zu unterbrechen. Bedingt durch diesen Umstand wächst hier ein besonderes Kraut, das ich Taranis-Kraut getauft habe. Verstehe. Allein die Vorstellung, was für Kräfte in dieser Pflanze schlummern könnten, beflügelt meinen Geist. Wenn ich nur 5 Exemplare hätte, könnte ich meine Studien fortsetzen. Wird dir hier unten nicht langweilig? Langweilig? E contrario! Die hohe Kunst der Alchemie ist niemals langweilig. Das Studium der magischen Ingredienzien benötigt Zeit. Schreib er sich das hinter die Ohren. Schon gut, ich hab's kapiert. Warum schickst du nicht jemanden, der dir das Kraut besorgt? Hab ich doch. Aber diese vermaledeiten Gnome bringen mir ständig die falschen Kräuter. Vor kurzem brachte man mir eine ganz gewöhnliche Kaluna vulgaris. Was bitte schön soll ich mit einer Kaluna vulgaris? Achte auf deinen Blutdruck. Wo wächst das Taraniskraut? Sieh dich in der Mitte der Insel um. Dort wird ein Fluss von einem Wasserfall gespeist. Und dort sollst du auch fündig werden. Lass die Natur dein Wegweiser sein. Okay, wir haben ja schon 2. Ich besorge dir das Kraut. Ich besorge dir dein Taraniskraut. Exzellent! Aber achte darauf, es nicht zu gewaltsam aus dem Erdreich zu entfernen. Zum Dank sollst du eines meiner Elixiere erhalten. Ja, danke schön. Kannst du mir was beibringen? Was? Tränke brauen, Alchemie lernen. Ritualmeister lernen, okay. Tränke brauen, stelle magische Tränke aus, den richtigen Ingredienzien her. Alchemie, Pulver, Salben und Elixiere für alle Lebenslagen. Bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert Alchemie steigert sich um +10 pro Stufe und Ritualmeister. Verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Du, das ist aber deine Angelegenheit, gell? Schlecht wär's nicht. Ich habe nicht genug Gold. Ich hab's befürchtet. Servus. Da war einmal nicht, zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Ich bin nämlich pleite, so ziemlich. Und Kristallohrring. Stichwaffe, Alchemie, Astralsicht, Kristallsplitter. Jo. Nee. Kann ich ihm was andrehen? Stählerne Armbrust. Plankenbrecher habe ich momentan drinnen. Ausgerüstet sind wir ja momentan mit dem Besten, ne? Irgendwo. Ja, derweil wird es nichts. Ich muss ein bisschen Geld sparen und dann... Servus. Können wir mal Alchemie lernen. So. Der Part ist auch wieder zu Ende. Wer hätte das gedacht? Ihr Lieben,
Ich fürchte, das war's dann wieder für heute. Wie komme ich jetzt raus? Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!